Hallo und willkommen zum nächsten Video hier bei eHayo. Ich will ja jetzt doch einigermaßen regelmäßig wieder Videos rausbringen und deswegen gibt es heute wieder ein kleines Aufschraubvideo. Da wir sehr gute Erfahrungen haben damit, dass wir Philips-Geräte aufschrauben, könnt ihr auch hier in der Playlist da oben irgendwo euch angucken. Da gibt es die Playlist zur Philips Senseo, wo wir so ein paar hundert Stunden streamen haben. Wer gerade genügend Langeweile über die Weihnachtsferien hat oder so. Heute schrauben wir ein anderes Philips-Gerät auf. Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit, wo dieses Black Friday-Dingsbums da bei Amazon war, so ein Staubsaugerteil geholt fürs Büro, weil ich brauchte es A, um meinen Laser auszustaubsaugen und einfach damit das Büro einigermaßen sauber ist, wenn jetzt doch irgendwann mal Leute vorbeikommen, Kaffee trinken. So ein Teil, das hat einfach mal so mit und nicht dabei. Und da das doch relativ viel coole Hightech hat, also das hat A, mal eine Ladeschaltung drin, B, hat es unglaublich lautes Gebläse, B, hat es mehrere Stufen, das kann man hier mit zwei Tasten auf normal saugen und stark saugen einstellen, das heißt, da ist auch ein bisschen Elektronik drin. Und mich interessiert einfach mal, was baut Philips in den Staubsauger für den Mikrocontroller ein, beziehungsweise was gibt es da für Chips für die Ladeschaltung und so weiter. Deswegen schrauben wir das mal auseinander. Auch allein deshalb, weil Kreuzschlitzschrauben, also quasi so dieses Schraub mich auf, schraub mich auf. Ich glaube, man konnte ein wenig erkennen, dass das Öffnen des Staubsaugers doch ein bisschen mehr Aufwand als die paar Kreuzschlitzschrauben waren. Am Griff sind nämlich noch zwei Schrauben versteckt, die durch die unglaublich hinterhältig geklippte Abdeckung geschützt werden. Naja, egal, die nächste Tücke wartet schon auf der Platine auf uns. Diese ist nämlich vollflächig mit Lack überzogen. Auf der schmalen Platinenseite springt uns gleich der Leistungsteil mit den vielen Vias entgegen. Das Abkratzen des Lacks war sehr schwierig und deshalb ist die Bezeichnung der Feds kaum zu lesen. Hier befindet sich ganz unspektakulär der Taster zum Ein- und Ausschalten, direkt daneben die drei Status-LED, wobei hier die unterste eine RGB-LED ist. Nun zum interessanten Teil. Diese zwei Chips sind die Akkuüberwachung. In Summe befinden sich ja 7 Lithium-Ionen-Zellen im Sauger. Mit dem S8204BAC können bis zu 4 Zellen überwacht werden. Man kann den Chip auch kaskadieren, um, wie in diesem Fall, bis zu 8 Zellen zu überwachen. Der nicht bestückte Stecker hier oben hat eine Bezeichnung, die uns direkt ins Auge sticht. VCC, SWIM, Ground und Not Reset. Das ist die Programmierschnittstelle des auf der Unterseite befindlichen Mikrocontrollers der Firma ST. Um genau zu sein, handelt es sich um den Typ STM8S003F3, einen 8-Bit-Mikrocontroller mit 8 KB Flash und ein wenig Peripherie. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Controller auch die Akkuladung übernimmt. Der Zusammenbau war noch abenteuerlicher als das Aufschrauben. Keine Ahnung, wie diese vielen Kabel da drin Platz haben sollen, nach knapp einer Stunde hatte ich es aber irgendwie geschafft. Der Staubsauger an sich ist wirklich verdammt cool. Seid froh, dass ich ihn für euch aufgeschraubt habe, so erspart ihr euch diese Strafarbeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo hier. Bis zum nächsten Mal.